Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus Asien, lebe und arbeite hier mit meinem Gesangsstudio Stage Art Studio in Singapur. Ich helfe dir, Hashtag eine starke Stimme zu bekommen, die du natürlich nicht nur für die Bühne gebrauchst, sondern auch im Alltag, weil da geht es nämlich auch ganz oft darum, Stimme zu zeigen, ja, und nicht nur beim Singen, sondern wirklich in allen möglichen Situationen. Heute möchte ich mir mit dir Never Enough angucken. Das war letztes Jahr und dieses Jahr, oder ist immer noch, der Hit des Jahres. Also das ganze Musical wird bei uns hier rauf und runter gesungen. Ich habe so viele Schüler, die ständig irgendwas von The Greatest Showman singen wollen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache euch eine kleine Hilfe und wir gehen das mal gemeinsam durch. Nur bis zum Chorus, weil ich natürlich möchte, dass ihr eine Gesangsstunde mit mir bucht. Und deswegen möchte ich nicht alle meine Tipps und Tricks verraten, sondern immer nur so ein bisschen, damit ihr dann natürlich bei mir via Skype anruft und eine Stunde bucht. Lass uns doch mal gleich mit der Karaoke-Version reingehen. Ich blende die am besten mal hier ein, sodass ihr auch die Texte sehen könnt. Was ich wirklich wichtig finde und was, glaube ich, ganz häufig nicht erwähnt wird, es sind keine richtigen Kindersongs. Also wenn du jetzt zum Beispiel The Voice guckst und du siehst halt ganz viel von diesen Kindern sind Kinder, die schon aussortiert worden sind, weil sie einfach wahnsinnig gut sind. Die haben eine wahnsinnige Stimme, die können wahnsinnig gut projizieren mit ihrer Stimme. Das sind so Ausnahmefälle. Grundsätzlich, wenn Kinder hier reinkommen oder Teenager oder auch Erwachsene, häufig sind diese Lieder einfach erstens nicht für Kinderstimmen gemacht, ja, und zweitens sind sie auch einfach viel zu schwierig. Das heißt, solche Songs wie Never Enough, das sind Advanced Songs. Das sind wirklich Songs, die ich Studenten geben würde, wo ich sage, okay, du kannst das singen technisch, ja, und auch stimmlich. Und auch deine Stimme ist weitgehend mehr ausgebildet. Weil bei Kinderstimmen ist es häufig so, sie sind in einer Wachstumsphase, die Stimmbänder schließen nicht richtig. Da geht noch wahnsinnig viel Luft durch, das ganze Gewebe ist auch noch nicht richtig entwickelt. Ganz viel Cartilage ist hier immer noch weich, der Kehlkopf sitzt ein bisschen höher. Also es ist halt so, dass viele Stimmen nicht dafür gemacht sind, weil sie noch in einer Entwicklungsphase sind. Und wenn du technisch nämlich falsch damit arbeitest, dann kann es sein, dass du dich zu Hause damit verletzt, stimmlich. Weil einmal irgendwie zu viel gepusht, einmal gestrained, also einmal wirklich never enough, dann kann es wirklich sein, dass du für ein paar Tage echt dir da die Stimme verletzt hast, sag ich jetzt mal so. Also wichtig ist, wenn du das Gefühl hast, du drückst, ja, never enough, wir sagen mal constricten dazu, wenn du das Gefühl hast, du drückst, dann ist es nicht richtig. Weil das ist nämlich nicht singen. Du sollst nicht das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt pushen, um diese hohen Töne zu bekommen. Leider ist es häufig bei Never Enough der Fall, gerade im Chorus und bei vielen anderen Musical-Songs, weil die eben so schwierig sind. Und das sind eben für Musical-Darsteller. Es ist halt eben nicht für Kinder konzipiert oder auch für Teenager. Ne? Das mal jetzt so am Rande. Dann lass uns mal loslegen. Ich singe mal so ein bisschen an. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. Und dann machen wir auch kurz eine Pause. Weil da ist nämlich schon das erste. Erstmal beginnt der Song viel zu tief für viele meiner Studenten, weil sie erstmal gar nicht gewohnt sind, in diesen tieferen Tonlagen zu singen. A, B, reicht auch das Register manchmal oft nicht aus. Und das heißt, man muss ganz anders ansetzen. Deswegen würde ich am Anfang empfehlen, dass du das Sprechgesang benutzt. Also versuch nicht auf Krampf, jetzt die ganzen Strophen zu binden und alles in einer Phrase auszusingen. Ich würde es aussprechen. Speech Quality und schön gehaucht. Weil diese Songs kreieren Momentum. Das bedeutet, du fängst erstmal an, diese Geschichte zu erzählen und dann im Chorus hast du genug Zeit, noch Gas zu geben und auszusingen. Das heißt, am Anfang wird die Geschichte erzählt, da brauchst du nicht, I'm trying to hold my breath. I'm trying to hold my breath. Da habe ich nämlich noch gar nicht gesungen. Ich habe es einfach nur sehr schön ausgesprochen. I'm trying to hold my breath. Damit, ich habe es aber so ausgesprochen, dass ich trotzdem an der Pitch war, also wie heißt das im Deutschen, Pitch Perfect, also dass ich den Ton getroffen habe. So, let it stay this way, da geht es nämlich tief und da würde ich dir empfehlen, wenn du nicht so tief kommst, dann geh doch einfach höher. Da kannst du und darfst du auch tatsächlich machen, weil viele denken immer so, nee, ich muss das Cover 1:1 nachsingen, auf keinen Fall.
Es geht darum, dass du deine Version aus diesem Song rausholst. Und es geht nicht darum, dass du das Cover 1:1 nachsingst. Weil erstens ist das Original meistens sowieso mal besser. Okay, Spaß beiseite. Es sei denn, du machst es natürlich so klasse, dass es viel besser ist als das Original. Aber es geht hier darum, dass du deine eigene Version machst. Das heißt, mach doch einfach Let it stay this way. Can't let this. Let it stay this way. Can't let this moment end. Und so weiter. Ne? Da hast du ein bisschen gemogelt. Heißt das denn gemogelt? Mir fällt das jetzt gerade nicht ein, das Wort. Und da hast du noch ein bisschen mehr Zeit. Da kannst du das in der Phrase aussehen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Set off a dream in me. Getting louder. So, und da hast du ein paar Vokale. A, E, I, U, U. Und da sagt Mutti immer dazu, die Vokale nämlich schön aussingen, nicht die Vokale unterschlagen. Ja? Getting louder now. Da hast du ein louder. Und das singen wir mit einem A aus. Louder now. Das singen wir auch nicht now, sondern now. Das heißt, ganz häufig werden die Vokale angepasst. Das nennt sich im Englischen Vowel Modification. Ja? Weil du singst die Vokale nicht so, wie du sie sprichst. Ja? Lass uns mal weitergehen. Ich will auch nicht zu viel erzählen, ihr sollt ja bei mir anrufen. Now can you hear it echoing? Und da machen viele häufig den Fehler, dass sie bei diesem echoing aufs I raufgehen. Oh, ich weiß gar nicht, warum sich das so eingeschlichen hat, aber das I wird ganz selten wirklich ausgesungen. Ne? Gerade bei so ganz hohen Tönen, die du dann ausbelten musst, da machen viele den Fehler, dass sie dann so never enough, dass sie dann echoing, echoing und dann formst du das I. Das heißt, du startest mit dem echoing und formst dann das I. Take my hand, will you share this with me? Und da bin ich auch relativ breit. Ich habe es jetzt auf Kopfstimme gesungen. Ganz leichter Mix, also viel mehr auf Kopfstimme gerade. Take my hand. Und da bin ich auch schon aufs A gegangen, habe es hauchig gemacht. Ich habe es mich ganz... Take my hand. Take my hand. Klar, wie ich das jetzt singe, gefällt mir selber auch manchmal nicht. Muss dir auch nicht gefallen. Es geht jetzt darum, dass ich natürlich zeige, was du mitnehmen kannst. Ne? Du bist da immer noch in dieser Strophe relativ leicht. Ja? Versuch da noch nicht durchzupowern. Das musst du nämlich dann ab der zweiten Hälfte des Songs im Grunde genommen. Das heißt, du musst gucken, wo du Pausen für deine Stimme findest. Weil wenn du anfängst mit 100% und Gas gibst, dann wirst du das nicht lange aufrechthalten können. Ja? Das wird anstrengend werden für die Stimmbänder. Lass uns mal weitergehen. Ich würde nämlich jetzt ganz gerne in den Chorus gehen. Never be enough. Ne? Und wie gerade schon mit dem anderen enough erwähnt, enough. Du sprichst es auch so aus enough. Da ist ein verstecktes A mit drin. Enough. Never enough, enough. Das heißt, drop the chin. Da kommen, sind wir eigentlich noch gar nicht so weit. So, noch einmal. So. Und der Chorus ist echt ein Jump. Und deswegen ist das Lied auch immer so ein Problem für Anfänger, weil es ist einfach kein Anfängersong. Es ist auch für, man muss auch gucken, bist du da trainiert, kannst du belten, wie ist deine Technik, wie viel Luft benutzt du, weißt du, es sind so viele Faktoren, die einfach wahnsinnig wichtig sind. Ne? Wenn du eine falsche Atmung hast, wird das nichts. Wenn du nicht connected bist zu deinem Körper, Diaphragm, Abdominal Muscle und so, dann wird das, es gehört einfach wahnsinnig viel dazu und deswegen ist Gesang, deswegen, wenn die Leute hier zum Gesangsunterricht kommen, verstehen sie relativ schnell, dass Singen seine Zeit braucht. Klar bekommst du Resultate am Anfang, aber im Grunde genommen geht es darum, dass du lernst zu singen, dass du ein Fundament bildest. Und meistens passiert das noch nicht in der ersten Stunde, sondern so nach ein paar, drei, vier Stunden verstehst du schon ungefähr, okay, in die Richtung geht es, das sind die wichtigsten Punkte. Ja, mein Körper, die Atmung, der Kehlkopf, die Stimmbänder und so weiter und so fort, ja. Gut, aber jetzt lass uns das trotzdem machen. Wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt pusht, damit du das rausbeltest, dann hör lieber auf. Weil du dann niemanden hast, der dir natürlich dann eine Anleitung gibt, ob es richtig oder falsch ist. Damit du bloß nicht deine Stimmbänder verletzt. Ne? Also, never enough.
Wenn du das Gefühl hast, du willst in Kopfstimme gehen, mach es. Es ist immer noch safer, als wenn du das Ganze durchdrückst, hochziehst und durchpusht, ja? Also, wir gehen das mal einmal durch. Du hast schöne, ich weiß gar nicht das englische Wort, Nasal Resonator, N. Never enough, enough. Das heißt, du hast ein gutes N mit never enough. Und da musst du versuchen, sagen wir jetzt mal, du kannst belten, du bist echt gut darin oder hast einen klasse Mix, also das ist für dich jetzt einfacher. Versuch da auf jeden Fall schön aufzumachen. Die Kraft kommt natürlich aus den Stimmbändern, die kommt natürlich nicht dadurch, dass wir automatisch immer das Kinn fallen lassen, aber es ist schon eine große Hilfe. Versuch, das Kinn fallen zu lassen, klar aufs A zu gehen, never enough und nicht never enough. Du siehst, was passiert, enough. Ich werde hier bulkig, ich werde hier dick, ja? Und eigentlich straine ich. Never enough, never, never. Ja, das wollen wir dann auch nicht. Wir wollen never, never. Wieder ein A eingemogelt. Never, never. Rather than never, never. Ja, never, never. For me. Und da kannst du noch for me. For me. For me. For me. Und da gehst du bitte aufs E. Und machst ein For Me. Ich weiß, es ist ungewohnt am Anfang, aber wenn du mal richtig reinhörst, wie das Profis singen, die singen das nicht anders. Du musst also jetzt einen anderen Vokal einbauen, weil erstens das I klingt tödlich. For me ist es zu nasally. For me, for me. Und wir öffnen auch damit den Vokal eigentlich nicht. Wir wollen nämlich ein schönes For Me und einen schönen Ton haben. Klar, das E klingt ein bisschen brassy. Bin ich auch ganz bei dir, aber wir wollen for me, for me. Und dann kannst du for me am Ende mit dem Mi gehen. So, ein paar meiner kleinen Tipps und Tricks verraten. Na? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, schaut doch mal gerne bei mir auf der Homepage rein, bei tanjalevivocalstudio.com. Dort könnt ihr gerne eine Skype-Lesson mit mir buchen. Ja, ich sitze in Singapur, aber trotz des Zeitunterschiedes habe ich auch Schüler nach Deutschland. Das heißt, don't hesitate, zögere nicht und melde dich via Skype bei mir. Oder wenn du natürlich Lust hast und du hast ein tolles Cover und du möchtest, dass mal jemand drauf guckt und möchtest, oh, Tanja, kannst du mal bitte drauf schauen, kannst es gerne machen unter der Option Singing Critique, auch auf meiner Homepage. Dort sendest du das Video ein, dann zahlst du via PayPal, ist auch wirklich ein Schnäppchen, was ich mir da jetzt überlegt habe. Das heißt, für $25 kannst du da dein Video, dein Musikcover einsenden und ich analysiere das Ganze und schreibe dir zurück oder sende dir Videomaterial zurück, wie du an dem Song arbeiten kannst. Also wenn das nicht eine coole Option ist, dann weiß ich auch nicht. Ansonsten kannst du dann gerne mich anrufen und wir können gerne eine Stunde gemeinsam haben. So, ich bin auch auf Instagram und auf Facebook. Auf Instagram gibt es nämlich Gesangstipps. Dort gibt es die nämlich auf Instagram. Also schaut doch mal da gerne rein bei Tanja Levi. Und ja, ich freue mich, euch in meinem nächsten Video zu sehen. Liebe Grüße!